Moin Leute, willkommen bei einer Runde Aggression Olsen zocken im Keller. Und wir beide zocken heute mal wieder ein richtig schönes Arcade-Game und zwar Eco Fighters. Ja, Eco Fighters, wunderschön. Ja, und jetzt geben wir mal den bösen Umweltverschmutzern richtig einen aufs Maul. Nicht, dass die unseren schönen Planeten hier kaputt machen. Wo ist es? Das wollen wir natürlich nicht. Wir haben uns beide 9 Credits gegeben, damit wir auch mal nicht ganz so ablusen wie den anderen Arcade-Games. Wir sind ja beide richtige Movies in solchen Sachen. Aber egal, starten wir mal richtig schön durch. Ich bin Und das Game ist richtig lustig, ist ein richtig schönes Japan-Style-Game, also das werdet ihr auch gleich sehen. Wir haben so einen kleinen, unser Raumschiff hat so einen kleinen Pillermann, der sich so umdreht, und aus dem wir dann schießen können. Und ja, auf jeden Fall richtig witzig, auch richtig cool gemacht, sieht auch richtig geil aus. Na, starten wir mal durch. Ich auch sagen. So. Einmal die Schose an hier, anwerfen. Und da kann es auch schon losgehen. Und mal auf den Aufnahme-Button. Machen wir, ne? Und? Ich muss auch noch kurz 9 Credits geben. Los geht's! Bin ich denn noch da? Das war ein Wurm. Ja. So. Und. Da hier kann ich hier mit. So, selber wie Goloks irgendwas. Also, wir müssen hier auf jeden Fall den Planeten retten. Und wir beide haben hier jetzt so ein komisches Teil an unserem. Ich bin der Blaue, Aggressor ist der. Der Aggressor ist der Pinke. Der Pinke bei den Pimmelsteuern. Alter, wo bin ich denn? Reingefahren. Ist tot. Ah. Auf jeden Fall haben wir beide hier so ein, so ein Teil, was man auch drehen kann, wo der Schuss rauskommt. Kann man. Mit unserem kleinen Raumschiffchen hier. Oh, da kommt schon hier der erste böse Fischi. Das waren die Knarre aus. Alter. Oh, der hat hier mal einen dicken Laserstrahl. Der Lümmel. So. Oh, schön, haben wir schon. Oh, da guck mal, die haben hier. Schnapp ich mir. Die geben uns wieder. Ah, da habe ich jetzt. Guck mal, wo bin ich? Oh, ne. Ne, ich bin noch da. Mach hier wieder mal meine Taktik. Die Lümmel-Taktik. Richtig. Wie schön kreist du. Ich habe mir jetzt hier den Hammer geholt. Da kann ich mal so. Hammerscanner auf jeden Fall. Da kann ich die Gegner, also richtig, eine richtig, richtig dicke Bombe mitgeben. Oh, oh, oh! Ich bin irgendwo reingeheizt. Oh, das will ich auch. So, Hammer haben. Aha, dann kann ich mich so schön ausfahren hier, den Hammer. So dreht und auflädt, dann kann man hier so. Oh, hier kommt schon wieder so ein fahrender Bagger. Ein böser Bagger. Ich oben den fahrenden Bagger hier. Dann hau ich mal den großen. Du drehst das Ding nach Hammer auf, ne? Alter, richtig schön. Schießt immer Bombe auf Kopf mit dem Hammer, ne? Immer richtig. Hör mal, wer da immer hat. Der Aggressor jemand hier ein. So richtig schön. Ja, Aggressor mit dem großen Hammer. So, ich glaube, wir müssen jetzt auf dieses Juwel hier oben drauf ballern. Ja, immerhin. Ich fahre halt den Ding Hammer schon extra aus. Und dieser Hammer kann auch schießen, der kann nicht nur draufschlagen, aber wenn man den auflädt, also man kann den jeden Schuss nochmal aufladen. Ich mach immer so ein Karussell. Dann, dann leuchtet das so Gelbchen, wie ihr sehen könnt. Und jetzt, wenn ich jetzt loslasse, dann fährt er den dicken Hammer aus. Genau. Und das war schon das erste Level. Stage 1. Ja. Das haben wir schon gemacht. Aber haben wir ein paar Tierchen gerettet. Mhm. So, in Level 2 sind wir auch direkt unter Wasser. Goyols Huge Ship Discharges Antrieb Toxic Waste. Also er kippt einfach. Das geht natürlich nicht. Toxic Waste in Position. Gift in See. Ja. Die Übersetzung ist grandios. Ich glaube, wir müssen die Chilis gar nicht töten. Das sind Roboterschildkröten. Nee, das sind böse Tiere, würde ich sagen. Ich glaube, das sind böse. Das verstehe ich nicht. Man soll die Welt hier retten, ne? Vor der großen Umweltverschmutzung und tötet hier Schildkröten. Also das ist echt. Das kann es ja nicht sein eigentlich. Ich glaube, das sind böse Roboterschildkröten. Meinst du? Und böse Roboterkrabben auch? Ja. Ja. Die Weltherrschaft an sich reißen wollen wahrscheinlich. Ja. Mhm. Boah, fast getroffen worden. Na, hast du doch alles. Da kommt eine Bäm. Das ist auf jeden Fall. Böser Piranha ist das. Mhm. Geil, richtig, richtig rein in seine Fresse. Das ist Walubert, der Riesenwal. Walubert, was cool ist. Oh, ich bin hier schon wieder down. Ja. Bin ich denn noch da? Alter, pack den Laserstrahlen aus. Alter, verhole ich jetzt hier den Hammer raus. Alter, hast du es gesehen? Alter, einfach schon weggegrillt hat er mich einfach. Hast du weggegrillt? Ja, einfach weggegrillt. Was ist das hier? Böse Kugelfische. Kugelfische. Ja, ich sterbe auch die ganze Zeit, ne? Ich glaube, ich sollte mal meine Attacke nicht mal auslassen. Deine Drehattacke. Ich finde die auch so schön. Ah, jetzt hab ich das Schwert. Ich kann das Lied auch noch ganz kurz nach vorne fahren. Ne? Ich glaube. So, leicht stoßen immer hier, guck mal. Immer leicht stoßen aus der Hüfte. Ich stoße dich mit mal an. Da war der große Lachs wieder raus. Ich bin jetzt ein Jedi-Ritter hier, ich habe jetzt ein Schwert. Da kann man ja eigentlich gar nicht getroffen werden, ne? Weil die nächsten Feuer, wenn die auf einen zugereizt kommen. Genau. Hast du aber auch noch dieses riesige Schwert.
Ja, wie sonst auch immer. Ja, richtig. Du bist ein richtiger Schwertfisch. Im richtigen Leben. Richtiger Schwertfisch bist du. Da kommt ein böses Schiff an. Ein Pirat. Oh nee! Knallern drauf. Die hab ich kaputt gemacht. Oh, da bist du wieder. Oh, mich auch. Oh, jetzt hab ich das mal noch. Oh, das sind die Stoß finde ich nicht so schön. Das hackt mich so ein bisschen an, obwohl dann hab ich so einen Ist das Laserschwert? Ja. Also es gibt ja verschiedene Ups, die man halt einsammeln kann. Unter anderem den der Aggressor gerade hat, dieses komische, wie auch immer. Ne, was hat hier jetzt weggeknallt? Hallo. Ah, ich auch gut. Da unten. Auch mit meinem kleinen Schwertchen jetzt. Ganz witzig ist das jetzt. Wow, dann habe ich da gut weggelaxt hier. Das zacken hier schon wieder hart ab. So wie das auch dieses Schwert. Ich habe hier so einen richtig, wie so eine Gießkannenschuss. So leicht. Gleich gießt kann es frei. Ich kann jetzt nach hinten wieder. Und den. Haben wir auch direkt hier. Ich ihn hier ordentlich weg. Was habe ich denn hier? Na, kann ich jetzt den Schuss hier wieder anwenden hier? Nee, das ist so blöd. Alter, du schießt da auch irgendwie so ein Suchding, ne? Was ist das hier? Warum sterbe ich die ganze Zeit? Dann werde ich nur wieder. Och. Jetzt wollte ich da ein bisschen unten rein. Und hier mache ich mir jetzt erstmal. Jetzt habe ich auch das Teil, was wir Ja, das ist nicht so schön. Das ist auch noch besser. Der gießt keinen Schuss. Mann, das Stay war ja. Clear. Das war ja schon wieder eine ganz schlechte Runde. Was findest du? Geht so. Bin bestimmt das Thema gestorben. Dann wären wir noch 7 Credits. Ja, leider war ich mich auf, glaube ich. Aus Versehen. Aus Versehen natürlich auch. Okay, Rosaura Regen kommt runter. Wir sollen jetzt seine. Sollen wir die Wolken töten? Wolken kann man nicht töten. Nein, seine Himmels. Firma sollen wir jetzt zerstören. Ja, wir können doch nicht den Gott umbringen. Das ist so der Zeus. Ja. Wer macht nochmal hier. Ist der Blitzbote? Der Blitzgott? Thor. Thor, ne? Mit dem dicken Ballermann. Dicken Hammer in der Hose. In der Hand, meine ich. Ja. Das ist hier schon so ein Himmelsbote da. Das ist ein Engel. Das ist ein Engel. Ein Engel. Ist das ein Engel? Ja. Ganz toll. Dieses Teil zu drehen ist aber auch echt ein bisschen kompliziert, ey. Ja, das auf jeden Fall. Das dauert voll lange, bis man die aufgeladen hat, diese Scheiße. Kann man lieber so einen Gießkannenschuss abfeuern, das ist wesentlich besser. So ein Gießkannenschuss. Das ist der sogenannte Gießkannenschuss. Das sieht doch fast aus. Guck mal, das war auch eine riesige Schildkröte, die fliegen konnte. Eine Flugschildkröte anscheinend. Na, eine Flugkröte. Eine Flugkröte, wollte ich gerade sagen. Sind sehr häufig. Und die Flugkröte, die montiert jetzt gerade zum. Bin ich nach da hinten nicht wieder. Aber ich glaube, man kann so. Nein, ich bin auch gelasert. Oh, wir wurden beide. Sie wurden gelasert, nicht das Mist. Ja, nur noch 5 Credits. Ja, du kannst die Dinger auch anschließen, wenn sie rauskommen irgendwie und dann verändern sie sich. Guck, jetzt hat er sich verändert. Jetzt habe ich den Ballermann. Wie? Fett. Das ist ein Ballermann. Ich habe nur noch 2, glaube ich, das ist das Gefühl. Ich hab wieder einen schlechteren Schuss. Nein, ach, jetzt habe ich den Müll. Jetzt bin ich schon wieder tot, ey. Stabi aus. Warte mal, wenn die rauskommen, kannst du die anschließen, dann kommt da was anderes. Na toll, ich hab's mal gemacht. Ja. Das wäre schön gewesen. Warte mal. Ja, hast du nicht. Guck, aber ist das gut? Warum hast du dir das jetzt geholt? Weil ich das haben wollte. Ja. Weißt du gar nicht, was das hier überhaupt ist, oder? Klar. Nimm du es doch jetzt hier. Nee, das ist der Ballermann. Oh, guck mal, der setzt sich zum Roboter zusammen. Ja, das ist Transformers. Was ist das? Meinst du Transformers? Das ist Optimus Prime. Das kann nicht gut sein. Und ich mache den Dreher. Mach den Dreher. Du bist ja so ein kleiner Sudoku, ne? Du findest ein Feuerwehr für mich. Kann man ja mal machen. Oh, das da. Oh, hilf mir! Hilf mir, ja. Wunderschön. Da kommt er jetzt wieder. Nee. Alter, da hat er mich schon wieder weggeholt. Da bist du ja schon wieder. Ich glaube, das will ich auch nochmal. Ey, sag mal. Du knallst hier aber auch alles hier. Ich wollte hier oben auf dieses Ding. Das sind Diamanten. Das ist ja das Wichtigste. Ich glaube, das ist die Energiequelle des Raumschiffs. Aber warum packt sie die Energiequelle dann oben aufs Raumschiff drauf? Das verstehe ich nicht so ganz. Anstatt das einfach irgendwie mit ins Raumschiff zu packen. Ne? Und ich glaube, die haben ja nicht nachgedacht. Denken wir auch, die sind dann aus dem Glück gewesen. Ist ja nur ein Spiel, ne? Oh, das ist aber auch ein
dieses Raumschiff. Aber weil die Grafik ist richtig geil. Die sieht auch so ein bisschen aus wie handgezeichnet. Richtig cool auf jeden Fall. Hast du das gezeichnet? Ja, das ist mein Spiel. Das habe ich mir selber programmiert. Kurz selbst programmiert. Alter. Das ist schon geil. Ich sehe auch immer diese Dinger gar nicht, die ich abgefeuert bin. Jetzt, also das ist aber auch mein Ziel, ne? Oh ja, schön. Jetzt kann ich hier mal einen Schuss machen, ja schön. Wieder Feuerballattacke. Ne, das sollte ich nicht so machen. Ne? So, jetzt habe ich ihn dann bescheuerten Juwel da weggeschossen. Und zur Feier des Tages. Mal schon vorbei. Ja. Und das Stage-Gear. Stage-Gear. So, 6 Credits haben wir noch, eben hatten wir 5. auf den Grasebenen in der Wüste, was? Eine große Lokomotive, die Luftverschmutzung macht. Können wir zerstören. Ja, das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Die müssen wir natürlich auslöschen, sofort. Sofort. Sofort analysieren. Jetzt haben wir nur noch 5 Credits. Okay, dann lassen wir. Ich lade jetzt auch keinen mehr nach. Die Power-Schüsse macht, gebe ich hier noch ab. Das ist echt nice, das Game. Jetzt bin ich echt Bock. Ja, das ist geil. Bin auch gerade hoch konzentriert. Kannst du gar nicht reden, ne? Nee, nicht wirklich. Kann ich nicht reden. Nein. Boah, wo bin ich denn schon wieder gestorben? Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich gestorben bin. Jetzt haben wir noch 5. Ja, ich habe bestimmt wieder 6. Immer das hier. Jetzt habe ich auf den Ballermann. Ballermann ist echt geil. Wo schießt dich überhaupt hin? Das ist ein Upgrade, ne? Ich sterbe zu oft. Ja, geht ja bis zu Level 3, ne? Das ist mir weggeschnappt. Ja, hab ich auch. Du alter Ninja-Looter. Ja, das ist das. Ah, Diamant noch, das ist meiner. Nein! Oh. Immer drauf mit dem. Biedermann. Okay. So gar nicht so einfach das Handling von dem Biedermann hier an unserem Baum. Ja, schon perfekt. Mal aufknallen. Ja, weil ich glaube, man muss den halt auch so drehen, dass man dann richtig die Gegner trifft. Ja, das ist. Guck mal, Schuss. Alter, sag mal. Komm, jetzt sind wir beide Level 2 hier. Nee, hab ich gar nicht. Ich bin gerade gestorben. Das ist Level 1. Guck's dir an. Das ist meiner. Ja. Ja, jetzt habe ich mir das auch noch fern aus. Tja. Ich hab Klagen. So, kommen wir jetzt zum Endboss? Stimmt. Fahren wir mal ein bisschen hoch. Ja, da ist er ja. Alter. Der ist das schon wieder. Ich kann gar nicht schießen. Ach Mann. So ist das schon ausgerichtet. Oben auf Kopf! Oh ja, das wollte ich mir. War schön, das war schön. Nein. Wo bin ich? Da bin ich schon wieder. Ja. Nein! Nein, Alter. Alter. Ey, ich bin voll reingereicht. Was war das denn? Wir sind beide tot, glaube ich, zu lange Zeit. Achso. Ich muss jetzt hier meine Attacke machen. Alter, ich bin schon wieder tot. Was soll das denn? Jetzt haben wir ihn erledigt. Mann, sind wir Noobs. Geht ja gar nicht. Ah, ich hab noch was geholt. Stage wieder. Clear. Klärchen. Aber Klärchen. Alles Klärchen. Alles Klärchen bei dir? Na klar. Okay, die Lokomotive, irgendwas. Muss zerstört werden. Auf der unterirdischen Basis müssen wir irgendwas auf dem Planeten zerstören. Na, immer irgendwie. Bergkloppen. Ja, wir sollten das mal früher lesen. Wir sollten besser aufpassen. Kann ja auf dem Boden. Guck mal, kann man stellen, wenn man auf dem Boden knallt. Wir sind einfach zu vercheckt. Generell. Snoop. Meins. Ja, du holst sowieso alles hier. Ich mach jetzt den Kontakt von unten. kann mich gar nicht treffen. Ist irgendwann so dieser Fiesel von Snoop gekommen? Nee, von hinten, oder? Von hinten ab uns auch. Ich bin weggerostet. Ich auch. Schade, ey. Ich hab auch voll den Kackschuss hier. Das ist meiner. Meiner. Ja. Schön, jetzt habe ich hier einen Riesenbildermann. So, dann kann ich noch nicht raufhauen. Dann lade ich doch nicht raus. Komm schon, lad auf. Alter. Alter. Was hat der denn da Pulver? Steine oder was?
Wir haben nicht mehr viele Credits, ne? Nee, einen noch. Schön. Guck mal, was ich jetzt haben hier. Jetzt bin ich wieder tot, Alter. Du bist doch fliegen. Ach so, du bist doch fliegen. Das wusste ich nicht. Alter. Jetzt hast du auch wieder schon. Der andere fand ich viel geiler noch. Guck mal, Vitamin A und Vitamin B. Ich mache einfach den kreisrunden Haarhaus. Was hast du hier Haarhaus, weil? Ah ja, produziere ich hier. Oh, ein Zettelin. Was ist das denn? Schnecken? Ach, Schnecki hat mich tot gemacht. Weggeschneckt. Schnecki. Nein! Oh, nicht her. Oh mein Gott. Wird auch weggeschneckt. Wir haben nur noch einen Credit. Schnecki. Meins. Nee, meins. Ja. Jetzt erstmal hier meine Knochen ausrichten. Ach, ich will noch mal eine Decke. Ja, das bin ich. Boah, da haben wir den Ball mal ausgepackt. Oh, kleine Goliath laufen irgendwo. Golis? Golis. Ein Tank. Ein kleiner Baby-Tank. Aha. Ein kleiner Belagerungspanzer. Ja, Tankbus aufgebaut. Schön, guck mal, jetzt werden wir zur Raupe oder was? Ja, ich glaube, du bist auch tot. Guck mal, einmal hol ich mir noch. Nein! Eins. Jetzt haben wir 0 Credits, jetzt ist vorbei, danach. Ist vorbei gleich. Müssen wir hier echt aufpassen. Aber wir haben es immer ins vierte Level geschafft, das ist ja schon mal was. Ja, auf jeden Fall. Jetzt bleibst du. Ich hab schon. Hast du schon geholt? Hast du mich schon weggeschnappt? Ich bin selbst ins Leben. Ja, das war echt gemein. Manu. Manu. Oh, er kommt jetzt immer ein dickes Slime-Bock-Raumschiff. Genau, auf den Propeller. Alter. Da bin ich ja nochmal. Ich hab nicht einmal drauf geschossen bis jetzt. Nee! Ah, ich muss dich jetzt. Nee, da bist du nochmal. Nee, ich bin nochmal da. Ja. So, mach das böse Schiffchen platt aggressiv. Ja, gib's dir. Schwing den Pillermann so richtig im Kreis. Wie sonst abends auch immer. Auch Mann. So, das war's. Wir konnten leider die Welt nicht vor den bösen Umweltverschmutzern retten. Wir sind traurig. Ja. Dein großer Umweltaktivist. Sie haben ihren ganzen Dreck ins Meer gelegt. Oh, oh lala, wer ist das denn da? Who's that? Who's that? Hä? Oh, wir können unseren Namen angeben. Ja. Weil wir so gut waren. A. Haben wir A? A. Da. A, G. Hat zu lange gedauert. A, G. Juhu! A, G, G. Game over. Game over. Oh mein. A, G. Also, G, guck mal, A, G ist auf Platz 1. Hast du gesehen? Ein richtig cooles Game. Ist auch richtig bekannt als Arcade-Game. Hm. Eco Fighters. Wunderschön. Ich dachte aber ganz gerne Eco Warriors, aber es ist Eco Fighters. Aber es ist richtig witzig gemacht, auch mit diesen ganzen verschiedenen Ups. Ja, Ups. So Ups nennen, ne? Ups. Ups. Ups, das Ups. Ups. Nee, ja, ich find's auch richtig geil. Auf jeden Fall macht verdammt viel Spaß, auch mit diesen verschiedenen Upgrades. Ich glaube, wir probieren es jetzt direkt nochmal, das Game durchzuschaffen. Ich denke, jetzt schaffen wir es auch. Meinst du aber, echt? Ja, das machen wir dann aber außerhalb der Kamera. Ja. Jetzt sind wir einfach zu nervös. Ja, ich hab voll viel Angst und so. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Aggressor und euer Olsen. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.